Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung von mir hier von der Spielwarenmesse Nürnberg. Ich bin immer noch bei Hoch. Wir sind jetzt nicht mehr im Büro drin, sondern draußen. Neben mir steht die Andrea noch. Hi. Hallo. Und wir haben nämlich, deswegen sind wir hier draußen, weil hier ist es schön aufgebaut, Dreamscape. Und Dreamscape war meines Wissens mal auf Kickstarter gewesen. Und ihr bringt quasi jetzt die deutsche Lokalisierung dazu. Mhm. Und ist ja wirklich, auf jeden Fall besteht es erstmal durch seine Illustration. Sehr, sehr cool. Und ja, was machen wir denn eigentlich hier? In Dreamscape bauen wir Traumwelten auf, also eine eigene Traumlandschaft. Jeder Spieler hat hier so ein Tableau, was wir hier sehen, und sammelt hier Traumsplitter. Diese Traumsplitter bekomme ich, indem ich durch diese Traumwelten wandere. Für jede besuchte Traumwelt erhalte ich immer einen Traumsplitter. Die speichere ich hier quasi in meiner Hand, kann sie dann hier eins weiter rüber in meine Traumwelt einbauen. Wieso mache ich das alles? Weil wir eben Auftragskarten haben, die uns bestimmte Gebilde eben vorgeben. Wenn ich die erfüllt habe, bekomme ich dafür wiederum Siegpunkte. Also man sieht ja eben, es ist von der Optik her wirklich ganz, ganz besonders und speziell. Und wie du ja eben schon gesagt hast, das Ganze gab es ursprünglich auf Kickstarter. Und da gab es eben als Stretch Goals dann eben gleich noch die Erweiterung. Mhm. Die wird es dann bei uns zum Spiel auch noch gleich mit dazu geben. Die sieht man hier an der Seite. Also das sind nochmal gleich 4 Erweiterungen, die insgesamt dabei sind. Hier sieht man vielleicht noch ganz klein noch gleich etwas, was im Basisspiel dabei ist. Das ist der Herr der Albträume. Das ist dann quasi noch mal eine verschärfte Variante, die man spielen kann. Das Ganze ist verfügbar ab circa März. Mhm. Sehe ich das, also habe ich das richtig verstanden, dass das hier so eine Art Pattern-Building ist, dass ich quasi die Traumsplitter, die ich hier sammle, hier so anordnen muss, wie das entsprechend diese Karten dort dann verlangen, damit ich die nehmen kann. Genau, richtig. Okay, gut, genau, dann habe ich es richtig verstanden. Ja, wunderbar. Ja, können wir gleich losspielen. Können wir direkt eigentlich losspielen, ja. Nee, da hätte ich auf jeden Fall auch voll Bock drauf, weil nicht nur optisch spricht es mich auf jeden Fall an, weil ich mag auch so dieses Pattern-Building-Mechanismus. Ja. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel, auf das wir uns auch schon sehr freuen. Alles klar, gut, dann danke für die Vorstellung. Danke auch.